Aktuell beraten wir im baden-württembergischen Landtag den Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021. Aber worum geht es dabei überhaupt? Im Jahr gibt das Land Baden-Württemberg ca. 50 Milliarden Euro aus. Damit werden zum Beispiel die Lehrer in euren Schulen bezahlt. Es werden die Hochschulen und Universitäten finanziert. Wir sorgen dafür, dass mit knapp 4 Milliarden Euro Polizei auf der Straße ist. Wir haben enorme Ausgaben für den Verkehr. Das sind über 2 Milliarden Euro, wovon drei Viertel allein für die Bezuschussung des öffentlichen Personennahverkehrs verwendet werden. Wir haben natürlich Verwaltungsausgaben dafür, dass die Steuern auch eingenommen werden für die Gerichte. Und dann haben wir weitere Ausgaben. Den kleinsten Teil davon macht die Ausgabe für das Parlament aus. Das ist nicht mal ein Promille. Ganz wesentlich bei dem Haushalt sind also die Einzelpläne, nennt man das. Da steht hier zum Beispiel drin, wie viele Ausgaben es für das Kultusministerium geben wird. Das sind im Jahr 2020 und 2021 jeweils über 12 Milliarden Euro. Und interessant ist, dass es eine einzige Position gibt, an der man sieht, wofür das Geld ausgegeben wird. Das sind allein 3,7 Milliarden Euro für pensionierte Lehrerinnen und Lehrer. Und wir haben natürlich einen noch höheren Betrag für die Lehrerinnen und Lehrer, die heute noch aktiv sind. Neben diesen Einzelplänen gibt es auch einen Plan, das ist der sogenannte Einzelplan 12, in dem drinsteht, wo das Geld überhaupt herkommt. Da sind mal als erster Punkt die Steuereinnahmen von euch verbucht, die wir als Land von euch bekommen. Das sind in der Summe, hier steht noch 38,8 Milliarden Euro, das werden dann über 39,3 Milliarden Euro allein im Jahr 2020 sein. Und in diesem Haushaltsheft steht auch ein ganz wesentlicher Punkt drin, das sind die Ausgaben für die Kommunen über den sogenannten kommunalen Finanzausgleich. Also damit die Kommunen zunächst mal baulich tätig werden können, Zuschüsse für Schulneubau, für Schulsanierung, Zuschüsse für die Krankenhäuser der Kreise bei Investitionen. Das sind aber auch Mittel drin für die Kindergärten, wo die Kommunen einen Zuschuss kriegen. Es ist über 1 Milliarde Euro für die Betreuung der unter Dreijährigen drin. Es ist also in diesem Haushalt eine große Menge an Mitteln drin, die ihr alle täglich unmittelbar merkt und von denen ganz viele gar nicht wissen, wo sie herkommen.